Eine schnelle Runde unseres Spiels. Energy Drink oder Thrash Metal Band. Heute Megaforce. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Korrekt. Energy Drink und Thrash Metal Band. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Megaforce. In der zuckerfreien Variante habe ich dieses Getränk schon 1900... Das stimmt nicht ganz. In Folge 99 im Jahr 2014 getestet. Jetzt aber die Zuckervariante. Ich habe dieses Getränk aus Norwegen mitgebracht bekommen. Es kommt aber aus den Niederlanden. Megaforce! Finde ich natürlich ein Mega-Name. Also, ja, geht so, ist natürlich total überzeichnet und so, aber das möchte man doch haben bei Energy Drink, oder? Das ist so wie Tantrum, wie Hauptsache extrem. Finde ich ganz gut und dabei inhaltlich belanglos, nichts Gewaltverherrlichendes oder so. Klar, Force ist auch Gewalt in dem Sinne, aber vor allem Kraft. Haut hin für mich. Optisch, klar, Tribalhaft. Es ist ja nicht voll Tribal, aber es ist ein Tribal-Drache. Es ist, sagen wir es, wie es ist. Es ist 90er Tribal-Drache in Rot und Schwarz. Ich finde das ganz cool, würde mir das aber vielleicht nicht tätowieren lassen. Trinken schon. Wir haben die allzu klassische Mischung an Stoffen drin. 32 Milligramm Koffein, 400 Milligramm Taurin pro 100 Milliliter, Glucuronolacton, Inosit und ansonsten nichts Spannendes. Es wird also ein Standard. In den Niederlanden, wo das Zeug eigentlich herkommt, zahlt man für eine 250 Milliliter Dose so 35 Cent, vielleicht 40 Cent, sowas um den Dreh rum, glaube ich. Es ist also eher ein billiges Getränk. Dort zumindest. Hier haben wir die Halbliterdose. Da kann ich nicht sagen, wie viel sie kostet. Falls jemand das weiß, gerne in die Kommentare. Diese hier ist nun auch noch aus Norwegen, auch wenn nur in finnischer, englischer und schwedischer Sprache etwas draufsteht. Jupp, jupp, jupp. Ich erwarte davon wenig, weil es so ein günstiges Produkt ist. Könnte aber ja trotzdem. Jopp. Pling. Habe ich auch gehört. Kann ich nicht ändern. Könnte ja trotzdem ganz gut werden. Oh, ganz ehrlich, den Geruch mag ich richtig gerne. Richtig schön. Schöner Red Bull-Klon in die Ausrichtung, wie wir sie ja, vor allem so bei Bullet oder so kennen. So eine himbeerige Note. Aber voller Original-Energy-Geschmack. Breitseite an Taurin-Suppe. Farblich erleben wir mitnichten eine Überraschung. Ich trinke diesen Megaforce auf Thrash Metal. Ist echt nicht so richtig mein Kerngebiet des Metals, aber da gibt es zwischendurch immer mal so richtig geile Momente. Und ja, sorry, meine ich halt eben nicht bei den alten großen Bands, die langweilen mich eher. Prost! Nice. Also nicht, weil der besonders differenziert, gut, herausragend, einzigartig ist, sondern weil er so richtig schön so schmeckt, wie ich Energy Drink in meiner Kindheit kennengelernt habe. Ja, leider schon in meiner Kindheit. Ich bin heute dafür, Energy Drink erst ab 16 Jahren freizugeben. Das wird den einen oder anderen von euch vielleicht minimal ankotzen, weil er noch nicht 16 ist. Aber das schmeckt wie die frühen Energy Drinks. Wie so ein Booster T400 Ding, so ein bisschen effektig, bisschen weniger süßlich, als ich dachte.
starke herbe Note, vor allem im Nachgeschmack. Und ein sehr klassischer Energy-Drink-Geschmack. Ohne Wenn und Aber. Schmeckt mir aber. Kann ich aber nur sagen, ob ich es wieder kaufen würde. Puh, nichts dagegen. Ja, doch, wird passieren, könnte passieren. Ob das jemand anders kaufen soll. Puh, ich bin nicht in der Lage, euch nuanciert genug vorzuschlagen, wer den wirklich mögen kann. Also probiert es einfach aus, falls ihr ihm begegnet. Kostet ja auch nicht die Welt. Für wenig Geld ist der, ja, klassischer Energy in Kopf ohne Nebengeschmack. Bisschen plörrig, aber eigentlich solide. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, Abonnieren, Glocke drücken, kommentieren, wie ihr das Design der Dose oder den Geschmack des Getränks findet und liken, glaube ich, noch. Besonderen Dank an Sandy und Jens, die mir das Getränk aus Norwegen mitgebracht haben. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi. Sinnvolle Beiträge am Ende meiner Videos. Punkt, Punkt, Punkt.